Mann, den man den großen Drachen nannte. Das Ziel war ein Ort, der als verbotene Stadt von unüberwindlichen Mauern umgeben war. Zahllose Gefahren lagen auf dem Weg. Eine fremde Welt erwartete sie, und ihr Wissen um die Geheimnisse des Himmels sollte der Schlüssel zum Erfolg werden. Die Geheimnisse des Himmels. Neue Entdeckungen im 17. Jahrhundert erlauben ihre Entschlüsselung. Astronomische Maschinen zeichnen die Bahnen der Planeten nach. Das Firmament wird zu einem Buch und die Sternenkunde zu der Wissenschaft, die darin zu lesen versteht. Das neue Wissen weist der Sonne einen Platz im Zentrum des Himmels zu. Eine Erkenntnis, die jesuitische Missionare auch bei ihrer Fahrt in den fernen Osten einsetzen wollen. Die Idee der Jesuiten war, nach China zu gehen, zu missionieren. Das heißt, die Verbreitung des Christentums, das Modell war die konstantinische Wende, Europa. Wie das hier im Abendlande ja, geschah, das wollten sie erreichen. Die konstantinische Wende hatte zum Sieg des Christentums in Europa geführt. Der 26-jährige Johann Adam Schall von Bell aus Köln gehört zu einer Gruppe von 22 Jesuiten, die das Erfolgsmodell nach China exportieren wollen. Es ist die zweite Generation von Missionaren, die in den fernen Osten geschickt wird, und sie soll aus den Erfahrungen der ersten lernen. Die Erlaubnis Papst Pauls V., die Mission den chinesischen Verhältnissen anzupassen, ist das wichtigste Stück im Gepäck der Jesuiten. In Rom setzt man bei der China-Mission auf das Prinzip Bekehrung durch Wissenschaft. Und in der Zeit von Kopernikus, Galilei und Kepler gilt die Astronomie als höchste aller Wissenschaften. Noch heute wird an der Vatikanischen Sternwarte Astronomie betrieben. Die Erforschung des Firmaments liegt, ebenso wie im 17. Jahrhundert, in der Hand von Jesuiten. Zur Zeit Adam Schalls soll die Sternenkunde nicht nur den Blick öffnen für die Himmelsbewegungen, sondern auch den Zugang nach China ermöglichen. Die Strategie, die die Jesuiten um Schall verfolgten, war nicht die einzig denkbare. Aber sie war sehr vielversprechend. Und tatsächlich sollte sie ihnen auch den Eintritt nach China verschaffen. Ostern 1618 waren die Missionare von Lissabon aus gestartet. Die Route führte um das Kap der Guten Hoffnung und durch den Indischen Ozean. Nach einem Aufenthalt in Goa erreichten die Jesuiten im Juli 1619 die portugiesische Enklave von Macau an der Südküste Chinas. Die Strapazen der Überfahrt kosteten 7 von ihnen das Leben. Am Ziel der Reise warteten weitere Gefahren. In den Jahren 1616 bis 1618 war es in China zu Christenverfolgungen gekommen. Fast alle Missionsstationen waren aufgegeben worden. Die Ordensbrüder, die nicht rechtzeitig untergetaucht waren, wurden verhaftet, misshandelt und wie Schwerverbrecher in Käfigen nach Kanton und Macau abgeschoben. Alfonso Vagnone wird sich von den Stockschlägen auf seine Fußsohlen wieder erholen, aber er bleibt lebenslang gehbehindert. Diego de Pandoja hat die Torturen nicht überlebt.
Für die Märtyrer der Asienmission hat man in Macau eine Gedenkstätte errichtet. Die Fassade der eingestürzten St. Pauls-Kathedrale ist zum Mahnmal geworden für das Schicksal von Tausenden. Von Macau aus ringen die Portugiesen um die Vormacht im China-Geschäft. Auf den Spuren der Händler folgen die Missionare. Angesichts der Gräber ihrer Vorgänger werden den Neuankömmlingen aus Europa die Risiken einer Einreise nach China bewusst. Sie werden abwarten, um den Erfolg ihrer Mission nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Für Adam Schall aus Köln beginnt eine Zeit des Lernens. Er wird sich vor allem mit der Sprache und der Kultur der Chinesen vertraut machen. Seine Ausbildung am Jesuitenkolleg von Macau beruht auf den Erfahrungen der ersten Missionare. Der Lehrplan sieht auch Unterricht in Festungsbau und in der Herstellung von Feuerwaffen vor. Kenntnisse, die von hohem Wert sein werden. Die Abfahrt rückt näher. Die christlichen Missionare verwandeln sich in unauffällige Handlungsreisende. Auch Haar- und Barttracht werden den chinesischen Sitten angepasst. Der Beginn eines Prozesses, der aus Europäern schließlich Chinesen machen sollte. China ist natürlich eine Kulturnation. Das haben sie erkannt. Die Klugheit dabei bestand daran, entsprechend dieser Erkenntnis die Methode der Missionierung anzupassen. Das ist die Akkommodation. Die Anpassung an die Traditionen im Reich der Mitte soll nicht nur den Erfolg der Mission ermöglichen. Zum Zeitpunkt ihrer Abreise dient die Akkommodation auch dazu, das Überleben der Europäer zu sichern. Ausgestattet mit dem Nötigsten machen sich die Jesuiten im Herbst 1622 auf den Weg. Niccolò Longobardi und Adam Schall sollen sich nach Peking durchschlagen. So! So! Die Missionare verfügen über gefälschte Einreisepapiere und reisen so unauffällig wie möglich. Das Grenztor, das Macau von China trennt, ist schnell erreicht. Die Einreise verläuft ohne Schwierigkeiten. Erstmals befinden sich die jungen Jesuiten im Land ihrer Mission. Sie werden China nicht mehr verlassen. Das Reich der Mitte, Anfang des 17. Jahrhunderts. Bewundernd berichten die Missionare von der Größe des Landes und seiner Städte, von der Pracht der Gebäude, vom hohen Stand der materiellen und der geistigen Kultur, von der Begabung und den Tugenden eines Volkes, das 200 Millionen Einwohner zählt. Doppelt so viele wie ganz Europa. Die Reise dauert ein halbes Jahr. Die Stunde Null in Peking. Die Jesuiten finden die Missionsstation, die ihr Vorgänger Matteo Ricci in der Nordstadt Pekings erworben hatte, verlassen und geplündert vor. Die Zeichen der Zerstörung machen die Zwänge der Mission deutlich. Und die Wegstrecke, die bis zur angestrebten konstantinischen Wende in China noch zurückzulegen ist. Durch Dienstbarkeit wird man sich die Gunst der Herrscher erwerben müssen. Und dann alles daran setzen, sie nicht wieder zu verlieren. Das ist eine Konstante in der ganzen chinesischen Herrschaftsgeschichte, dass die Herrscher natürlich pragmatisch die Menschen oder die Ideen nutzen, die
nützlich sind. Und solange sie nützlich sind, wenn sie nicht mehr nützlich sind, werden die einfach verworfen. Peking im Februar. Trommler schlagen die erste Stunde des Jahres, dessen Beginn noch heute nach dem Mondkalender berechnet wird. Während das Datum des Neujahrsfestes das Traditionsbewusstsein im Reich der Mitte beweist, steht das Feuerwerk für die Macht des Landes, in dem das Schwarzpulver erfunden wurde. Die Mission in Peking hat Verstärkung bekommen. Alle Patres tragen inzwischen auch einen für Chinesen aussprechbaren Namen. Aus Adam Schall ist Tanguo Wang geworden. Der passende Name für Gott stellt die Jesuiten vor ein Problem. Teusu caret omni vi. Nomen in eptum est. Adam Schall ist mit der lautmalerischen Übersetzung des lateinischen Wortes für Gott, Deus, nicht einverstanden. Er schlägt einen Begriff vor, den die Chinesen seit alters her zur Bezeichnung Gottes verwenden, Shangdi. In der bilderreichen chinesischen Sprache bedeutet Shangdi höchster Herrscher. Shangdi. Unter den Missionaren kommt es zu keiner endgültigen Verständigung. Die Kontroverse um das richtige Wort für Gott berührt den Kern der Frage, wie weit sich die christliche Mission den chinesischen Verhältnissen anpassen darf. Die Probleme der China-Mission werden heute noch in St. Augustin bei Bonn diskutiert. Chinesische und deutsche Fachleute wollen ein mehrbändiges Werk über Leben und Wirken von Adam Schall herausgeben, das sich auch dem Ringen um das richtige Wort für Gott widmet. Die Jesuiten selbst hatten auch lange Diskussionen innerhalb des Ordens über Gottes Namen. Und man einigte sich schließlich darauf, dass man ziemlich viele verwenden durfte. Also Tianqiu war der häufigste Gottesname, dann Shangdi oder Tian, die alten chinesischen Gottesnamen. Die Bezeichnung für Gott ist für die Missionare des 17. Jahrhunderts nicht das größte theologische Problem. Im Haus der Völker und Kulturen in St. Augustin werden Ausstellungsstücke aus allen Missionsgebieten der Erde präsentiert. Die Exponate aus China bestätigen den Eindruck der Experten, dass das Kreuz im Rahmen der Bekehrung fast gar keine Rolle spielt. Bei der Vermittlung des Christentums im fernen Osten ersetzen Darstellungen der Mutter Gottes das Bild des gekreuzigten Jesus. Das Geheimnis des Kreuzes war ein Arkanum. Das heißt, man hat den Chinesen das zunächst verheimlicht. Das Bild des gekreuzigten Gottessohnes, der den qualvollen Tod eines Verbrechers sterben muss, eignet sich nicht für die ersten Vorstöße bei der Mission in China. Kleine Wachsmedaillons von der Mutter Gottes mit Kind sind dagegen äußerst erfolgreich. Als christliche Glücksbringer schaffen sie es sogar auf heimlichen Wegen in die verbotene Stadt. Unter den Konkubinen des Kaisers erfreuen sie sich größter Beliebtheit. Die Medaillons ebnen den Weg für christliche Erbauungstexte und Geschichten aus der Bibel. In Einzelfällen führen sie sogar zu Bekehrungen. Aber manche geraten auch in die falschen Hände. Von Anbeginn an treffen die Aktivitäten der europäischen Geistlichen auf Misstrauen und Ablehnung. Vor allem in den einflussreichen Kreisen am Hof. Die Jesuiten werden überwacht und keine ihrer Maßnahmen bleibt den Augen ihrer Gegner verborgen. Um nicht zu scheitern, müssen die Missionare die Gunst des Drachen, des chinesischen Kaisers, dauerhaft gewinnen.
Fundstücke aus dem Museum für Völkerkunde in München belegen, wie die Jesuiten um Schall Schutz für sich und ihre Arbeit erwirken wollten. Die großformatigen Sternenkarten sind Meisterwerke der Astronomie. Die historische Bedeutung dieser Karten besteht darin, dass wir auf der einen Seite die europäische Tradition wahrnehmen und auf der anderen Seite die chinesische Tradition in Form der sogenannten Mondhäuser. Und dieses vereinigt sich hier in der Karte. Also man kann praktisch für jede Sternposition ablesen in chinesischen Koordinaten oder in europäischen Koordinaten. Und man kann das auch als Umrechnungswerkzeug benutzen. Die Himmelskarten sind einzigartige Dokumente der Akkommodation. Sie stehen für die offene Haltung der Missionare, die zwischen chinesischer Tradition und europäischem Fortschritt keinen unüberbrückbaren Gegensatz sehen, ebenso wenig wie zwischen Wissenschaft und Glaube. Theologie und Astronomie waren kein Problem. Sie passten für alle Wissenschaftler zusammen. Beide dienten dazu, Gottes Geheimnisse den Menschen näher zu bringen. Deswegen war auch für die Jesuiten, die nach China kamen, beide Wissenschaften eins. Und die Astronomie konnte im Dienste der Theologie dann stehen und helfen, die Chinesen zu bekehren. Der Himmel soll helfen, die Wende in China herbeizuführen. Und kleine Bruchstücke aus geschwärztem Glas sind dabei wichtige Werkzeuge. Der Mittag des 21. Juni 1629. Ein Tag, der zu einem Meilenstein der Mission in China werden sollte. Die Jesuiten beziehen Stellung auf einem Tor der Stadtmauer von Peking. Voller Spannung wagen sie den Blick in die Sonne. Der Lauf der Gestirne wird über Wohl und Wehe des Christentums in China entscheiden. Im Rahmen eines Wettbewerbs sollen chinesische, muslimische und christliche Sternenkundler den Beginn der erwarteten Sonnenfinsternis genau berechnen. Dem Sieger winkt die Gunst des Kaisers. Dem Verlierer aber droht der Zorn des großen Drachen. Ortstermin am alten Observatorium in Peking. China-Wissenschaftler treffen Astronomen, um das Vorgehen der Missionare zu rekonstruieren. In den Ausstellungsräumen finden sich Modelle von alten astronomischen Einrichtungen, mit denen Bewegungen am Himmel erfasst werden konnten. Anlagen wie diese wurden in China im 14. Jahrhundert benutzt. Eine offene Halbkugel mit einem Durchmesser von etwa 10 Metern. Das durch den Zeiger einfallende Sonnenlicht bildet sich scharf auf dem Boden der Halbkugel ab. Die Lichtpunkte werden markiert und durch Datumsangaben ergänzt. Solche Aufzeichnungen sind ja die Basis für eine Vorhersage. Man braucht aber auch einen exakten Kalender, damit die Annahmen stimmen. Die Missionare hatten den neuen Kalender aus Europa und die Sternentabellen von Kepler zur Verfügung. Und beides haben sie auch für die Prognose der Sonnenfinsternis 1629 verwendet. Den Kenntnissen der Europäer hatten weder die chinesischen noch die muslimischen Astronomen des 17. Jahrhunderts etwas entgegenzusetzen. Die Prognose für die Sonnenfinsternis, die die Jesuiten im Rahmen des Wettbewerbs abgegeben hatten, soll im neuen Planetarium von Peking überprüft werden. Die Software kann die Position aller sichtbaren Himmelskörper für jeden Zeitpunkt in der Zukunft oder in der Vergangenheit berechnen. Über die Steuerkonsole werden die Daten eingegeben. Der Betrachtungsort ist Peking. Und das Datum ist der 21. Juni 1629. Am virtuellen Sternenhimmel über Peking wird die Zeit zurückgedreht. Die
Mission Verbotene Stadt steht vor ihrer bislang größten Bewährungsprobe. Der Morgen des 21. Juni 1629. Gegen 11.30 Uhr beginnt der Mond, sich vor die Sonne zu schieben. Ist die Sonnenfinsternis jenes Zeichen am Himmel, das die konstantinische Wende im Reich der Mitte einleiten wird? Ist dies der Durchbruch für das Christentum in China? Die Prognose der Jesuiten beschreibt den Verlauf der Himmelserscheinung über Peking mit großer Präzision. Als die Geistlichen in der Gewissheit des Erfolges auf die Knie sinken, geschieht es aus Dankbarkeit. Bald schon werden sie die Geste aus Ehrerbietung wiederholen. Adam Schall soll vor dem Kaiser erscheinen. Ein chinesischer Freund zeigt ihm, wie er sich zu verhalten hat. Zur Audienz beim Kaiser gehört nicht nur der Kotau, sondern auch die passende Bekleidung. Adam Schall ist bei seinem gelehrten Freund Paul Xu in fürsorglichen Händen. Zu einem Besuch beim Kaiser gehören auch Geschenke. Die Jesuiten wollen dem Herrscher eine mechanische Uhr aus Europa und ein illustriertes Buch über das Leben Jesu geben. Das Buch besteht aus ungefähr 46 Bildern und entsprechenden evangelischen Texten. Die lateinische Vorlage hat Adam Schall übersetzt. Die biblischen Erzählungen passt er, ebenso wie die Bilder, dem chinesischen Geschmack an. Die Mission Verbotene Stadt tritt in die entscheidende Phase. Ein Buch über Christus erreicht den Herrscher auf dem Drachenthron. So viel wir wissen, der letzte Ming-Kaiser, Chongzhen-Kaiser, hat das Buch wirklich gelesen. Und nicht nur gelesen, er war beeindruckt und begeistert. Der Plan der Jesuiten scheint aufzugehen. Erfolge auf dem Gebiet der Astronomie haben ihnen Zugang zum Innersten der verbotenen Stadt verschafft. Der Kaiser von China empfängt die Botschafter des Christentums. Aber er will von ihnen nicht nur Hilfe in Glaubenssachen. Stadtfahrt in Peking. Finden sich noch heute Spuren von den Aktivitäten der Missionare im Auftrag des Kaisers? Die Suche der Sinologen führt zu einem Abschnitt der alten Stadtmauer. Die Karte gibt den alten Verlauf der Stadtmauer wieder. Hier im Westen gab es eine Schwachstelle. Die Jesuiten haben Vorschläge gemacht, wie die Stelle verstärkt werden könnte. Aber das wurde nie ausgeführt. Beim Festungsbau blieb der Einsatz der Jesuiten Theorie. Am großen Glockenturm von Peking jedoch konnten die Jesuiten ihr technisches Wissen auch zur Anwendung bringen. Als die Glocke aufgehängt werden sollte, gab es zwei Probleme. Für das Hochziehen ließen die Jesuiten einen Flaschenzug europäischer Bauart herstellen. Und für den Transport am Boden wurden Baumstämme als Rollen eingesetzt,
so wie man das hier sieht. Die Expertenrunde macht sich ein Bild von der Größe der Aufgabe. Die Glocke von Peking übertrifft selbst die Glocke von Erfurt, die größte auf europäischem Boden an Maß und Gewicht. Beim Umgang mit dem Monumentalwerk aus Bronze setzen die Jesuiten auf Technik und nicht auf bloße Arbeitskraft. Auf Adam Schall von Bell kommen neue Aufgaben zu. Die Herrschaft des Ming-Kaisers wird von Rebellen im Süden und den Mandschuren im Norden bedroht. Militärische Aufrüstung soll den Machtverfall stoppen. Mit dem Auftrag zur Herstellung von Feuerwaffen bekommt das Projekt Bekehrung durch Wissenschaft eine neue Dimension. Jetzt geht es um Kanonen und um das blutige Geschäft mit Kriegsgerät. Der Test der kleinkalibrigen Geschütze verläuft erfolgreich. Der Kaiser verpflichtet den Missionar zur Massenproduktion. Gibt es einen Ausweg? Kann sich Adam Schall von Bell gegen den Willen des Kaisers stellen? 1636, ja, dieses Mal hat Schall von Bell 20 Kanonen geschaffen und einige Jahre später, 1642, hat Charles von Bell noch 500 Stück geschaffen. Der Vorhof der verbotenen Stadt, neben dem Platz des himmlischen Friedens. Unter den Kanonen, die hier ausgestellt sind, finden sich noch Exemplare aus der Zeit der Jesuitenmission. Adam Schall fertigt nicht nur Geschütze, sondern schreibt auch eine Anleitung zur Herstellung von Feuerwaffen auf Chinesisch. Die fragwürdigen Aktivitäten offenbaren den Zwiespalt, in den die Jesuiten geraten sind. Wenn Kaiser Befehl geben, dann Missionar muss machen. Sonst sie können nicht in China bleiben. Ein Weg ohne Wendemöglichkeit. Wie weit wird Adam Schall ihn noch gehen? Ende 1639 wird der Jesuit zum bezahlten Beamten des Kaisers. Ein Dienstverhältnis, das nicht lange Bestand haben wird. Schalls Geschütze kommen nicht mehr zum Einsatz. Durch Verrat können die Truppen der Rebellen am 24. April 1644 Peking fast kampflos einnehmen. Der Kaiser begeht Selbstmord. Die Unruhen sind damit nicht zu Ende. Die Mandschuren aus dem Norden ergreifen die Gelegenheit und rücken ihrerseits gegen Peking vor. Die Rebellen geben die Stadt wieder auf und ziehen sich zurück. Die Manchu-Dynastie übernimmt mit einem kindlichen Kaiser an der Spitze die Herrschaft über das bevölkerungsreichste Land der Erde. Wird die Mission das Schicksal der untergegangenen Ming-Dynastie teilen? Die neuen Herrscher verfügen über keinen eigenen Beamtenstab und greifen auf die Verwaltung ihrer Vorgänger zurück. Adam Schall übersteht den Umsturz unbeschadet. Er kann seine Laufbahn am Hofe fortsetzen und wird schließlich Direktor des Kalenderamtes. Als Mandarin dritter Ordnung bekleidet der Jesuit eines der wichtigsten Ämter im Staate, der Höhepunkt einer außergewöhnlichen Karriere, die dem Kölner als einzigem Europäer in der Geschichte den täglichen Umgang mit dem Kaiser von China erlaubt.
Adam Scharfenbell war der einzige Ausländer, der also bei dem Kaiser und im Hof also mehrere Jahre geblieben ist. Hoher Besuch in der Missionsstation. Kaiser Shunji ist noch ein Kind. Wiederholt kommt der Sohn des Drachen mit seinem Gefolge in die Nordstadt von Peking, um seinem Privatlehrer und väterlichen Freund Adam Schall überraschende Besuche abzustatten. Das zukünftige Oberhaupt der neuen Manchu-Dynastie nennt den 60-jährigen Ma Fa, ehrwürdiges Väterchen. Der junge Kaiser, dessen Amtsgeschäfte bis zur Volljährigkeit von Regenten wahrgenommen werden, interessiert sich nicht nur für westliche Technologie. Ma Fa, das ist der Ma. Sicher. Bishi. Bishi. Shimo, Shibu. Das ist ein Verkehr. Wang Changshi, Qianlong Tianzi, Nantao Ye Qi Yao, Bishi Qi Wu Ma. Nicht nur der Jesuit hat den Übergang zur Dynastie der Manchuren überstanden, auch seine Feinde am Hof. Aber nicht nur von den anti-westlichen Kräften in der Umgebung des Kaisers droht Gefahr. Schall und sein angepasster Missionsstil sind auch in das Visier von konservativen Kräften in Rom geraten. Adam Schall hat unter den Jesuiten, und das wissen wir aus den Jesuitenarchiven, nicht nur Freunde im Jesuitenorden. Er wurde stark kritisiert. Mit der Adoption des Sohnes seines Hausdieners überschreitet der Jesuit im Mandarinengewand eine letzte Schwelle. Die Aktion, die ihn als Vater zu einem vollwertigen Mitglied der chinesischen Gesellschaft machen sollte, führt zu einer Überprüfung der China-Mission in Rom. Im historischen Archiv der Jesuiten, unweit des Petersdoms, finden sich Abschriften der Korrespondenz, die Mitte des 17. Jahrhunderts nicht nur die Person Schalls, sondern auch das ganze Konzept der Anpassung in Frage stellte. Die Regalreihen bergen Dokumente, in denen die Missionare als bezahlte Handlanger eines gottlosen Kaisers bezeichnet werden. Dem Christentum in China wird Nähe zum Aberglauben vorgeworfen und der Wert der Bekehrungen bestritten. Adam Schall wird für die Entwicklung verantwortlich gemacht. Es war ja bekannt, dass Schall einen der höchsten Posten in China innehatte. Da waren Neid und Differenzen vorprogrammiert. Schall und die Anhänger der Anpassung rechtfertigen ihr Vorgehen. In ausführlichen Stellungnahmen machen sie deutlich, dass das Ende der Akkommodation auch das Ende der China-Mission bedeuten würde. Es war klar, was nach einem Verbot der chinesischen Riten und der Anpassung in China passieren würde. Der Kaiser und seine Provinzverwaltung würden sofort durchgreifen und jede öffentliche Missionierung unterbinden. Vietò severamente la predicazione del Vangelo. Die Mission verbotene Stadt steht an einem Scheideweg. Der Streit dauert Jahre und wird schließlich zugunsten der Akkommodation entschieden. Als Astronom des Kaisers kann Adam Schall seine Arbeit fortsetzen. Er verfasst Dutzende von Büchern in chinesischer Sprache. Seine Reform des Kalenders hat in China bis in die Gegenwart Bestand. Und seine Berichte aus dem Reich der Mitte tragen dazu bei, in Europa eine Welle der China-Begeisterung auszulösen. Der Jesuit aus Köln ist zu einem Vermittler zwischen den Kulturen geworden. Die astronomischen Geräte, die Schall und seine Nachfolger auf dem Dach der Sternwarte von Peking errichten ließen, sind Teil des wissenschaftlichen Vermächtnisses der Jesuiten. Aber
Entsprachen sie zu ihrer Zeit auch dem neuesten Stand der sternenkundlichen Forschung? Fundamente für Fernrohre etwa suchen die Mitglieder der Expertenrunde vergeblich auf der Beobachtungsplattform. Wie ist der Mangel zu erklären? Bis in die Gegenwart hält sich der Verdacht, dass die Missionare in China nur Technik zweiter Wahl eingesetzt hätten. Man kann nicht behaupten, dass die Jesuiten den Chinesen das Fernrohr vorenthalten hätten. Die Teleskope waren damals noch nicht gut genug. Man konnte den Himmel mit bloßem Auge besser beobachten als mit dem Fernrohr. Der Grund war also keineswegs böser Wille oder westliche Arroganz. Der Grund war die schlechte Qualität der Linsen. Der Kaiser hätte sie sicher nicht so lange als Astronomen beschäftigt, wenn die Ergebnisse ihrer Arbeit nicht gut genug gewesen wären. Das betrifft ja nicht nur die Fernrohre, sondern auch die Methoden. Die Jesuiten setzten Dinge ein, die bewährt und zuverlässig waren. Die Diskussion kann die wissenschaftliche Kritik an den Missionaren aus Europa entschärfen. Adam Schall war in den Palast gerufen worden. Es herrscht Trauer in der verbotenen Stadt. Die Lieblingskonkubine des Kaisers ist, ebenso wie das gemeinsame Kind, an einer Pockeninfektion gestorben. Auch Kaiser Shunji, der Schall immer noch als Ma Fa anspricht, ist erkrankt. In der Zentrale der Macht herrscht die Farbe Weiß, die Farbe des Todes. Die menschliche Tragödie in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers könnte die letzte Gelegenheit sein, ein Oberhaupt der Chinesen zum Christentum zu bekehren. Wird Schall sie nutzen? Kaiser Shunji hatte die Regierungsgeschäfte in die Hände seines Hofstaates gelegt und war vor allem Vergnügungen nachgegangen. Ist dieser Kaiser geeignet, eine konstantinische Wende zugunsten des Christentums herbeizuführen? Die chinesische Gesellschaft, Bauern, Krieger, der Hof und die Mönche. Wie hätten die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft auf eine Bekehrung des Kaisers zum Christentum reagiert? Wären sie widerspruchslos ihrem Herrscher gefolgt? Oder wären die Straßen des Landes zum Schauplatz eines Religionskrieges geworden? Hätten die gläubigen Buddhisten und Taoisten ihre jahrtausendealten Rituale aufgegeben? Wären die Tempel, die die Harmonie zwischen Himmel und Erde verkörpern, durch christliche Kirchen ersetzt worden? Welche Konsequenzen hätte die Christianisierung Chinas gehabt? Die Konsequenzen waren nicht überdacht, beziehungsweise ja, vielleicht doch haben sie sich leichter vorgestellt. Ja. Vielleicht waren sie in diesem Sinne eben zu europäisch. Es kommt zu keiner Bekehrung des Kaisers. Im Gegenteil. Mit dem Tod Shunjis im Jahre 1661 verlieren die Jesuiten ihren wichtigsten Beschützer. 3 Jahre später schlagen die Feinde der westlichen Missionare zu. Der gebrechliche Schall und seine Mitarbeiter sind des Hochverrats angeklagt. Adam Schall wurde vorgeworfen, dass er den katholischen Glauben verbreitet hat. Und bei der Missionierung hat der Adam Schall sozusagen der chinesische Kultur herabgesetzt und als Teil des katholischen Glaubens betrachtet. Und das war eine Beleidigung für die Chinesen. Den Angeklagten droht die Todesstrafe. Die Mission in Peking ist wieder an dem Punkt angekommen, an dem sie 40 Jahre zuvor mit der Ankunft von Longobardi und Schall begonnen hatte. Das Werk einer ganzen Generation von Missionaren droht verloren zu gehen. Die Protokolle zum Prozess gegen die Jesuiten füllen Bände. Aus den Akten lässt sich das Misstrauen herauslesen, das den missionarischen Aktivitäten der Europäer entgegengebracht wurde.
Der geheime Plan der Christen sei es, China zu unterwerfen. Und Adam Schall sei ihr Anführer. Die Aufzeichnungen beinhalten auch Angaben über das überraschende Ende des Prozesses. Am 13. April 1665, wenige Tage vor der geplanten Vollstreckung des Urteils, erscheint ein Meteor über Peking. Das Himmelszeichen wird zugunsten des kaiserlichen Astronomen gedeutet. Vor allem wegen seiner Verdienste um China kommt der 72-Jährige wieder frei. Aber fünf seiner Mitarbeiter werden enthauptet. Seine Entlassung aus dem Gefängnis wird Adam Schall nur um wenige Monate überleben. Die Mission der Jesuiten ist nicht gescheitert. Gescheitert ist natürlich der Versuch, diese konstantinische Wende herbeizuführen. Ich meine aber, es war für China wahrscheinlich nicht das Richtige. Der Sieg des Christentums in China ist ausgeblieben. Aber Ende des 17. Jahrhunderts zählt man 200 christliche Gemeinden im Lande mit insgesamt 150.000 Mitgliedern. Ohne die christenfreundliche Stimmung im Land, die sich aus der Arbeit Adam Schalls und seiner Nähe zum Kaiser ergeben hatte, wäre die flächendeckende Verbreitung des Christentums nicht möglich gewesen. Die Südkirche Nantang, von Adam Schall selbst gegründet, legt Zeugnis ab für das Wirken des Kölner Missionars in Peking. Seine Verdienste um die Verständigung zwischen Europa und China sind dabei noch höher als Missionierungserfolg. Für uns liegt die Bedeutung Adam Schalls vor allem in dem Versuch, sich der chinesischen Kultur ohne Vorbehalte anzunähern. Er verstand sich als Mittler zwischen den Welten. Und dass er für dieses Verhalten Angriffe von beiden Seiten erdulden musste, schmälert seine Leistung nicht. Der Friedhof Zalan, westlich der verbotenen Stadt. Nach seinem Tod im Alter von 74 Jahren, am 15. August 1666, wird Johann Adam Schall von Bell hier beigesetzt. In China wird der Kölner noch heute als Meister der Geheimnisse des Himmels verehrt. Reverenz am Grabmal eines Mannes, der als Botschafter des Christentums nach China als Mittler zwischen den Kulturen endete. Eine Verwandlung, die zum Vorbild für die Generationen seiner Nachfolger werden sollte.